jetzt käme ja noch dieser wunderbare Teil, heute ist Faschingsdienstag und da musst du tanzen und ja. So, nicht? Da blüht sie plötzlich auf, die Arabella, und da wird sie witzig und da hat sie Humor und da genießt sie, freut sie sich über das Leben. Ich sehe das eher als ein Akt der Verzweiflung. Sie weiß ganz genau, sicher. 18 Jahre und schon so verzweifelt. Sie sagt, und heute ist morgen ist Fasching Dienstag und sie muss sich für einen entscheiden. Das haben ihre Eltern ihr ja gesagt. Sie weiß ja noch nicht, dass der Fremde schon an der Bordas ist. Ja, also so eine Trotzreaktion. Also es ist eine herrliche Musik und ich hätte sie gerne. Also wir können noch einen Moment länger, es interessiert mich. Fühlst du dich dieser Person Arabella sehr nah? Ist da was, ich meine, wenn wir große Partien singen auf der Bühne, es lässt sich nicht vermeiden, dass irgendwas Persönliches mit einfließt. Also ich fühle mich mit ihr wirklich, also ich habe mich zumindest identifiziert damit. Ja. Auch die Art, wie sie im dritten Akt, wie sie reagiert, wie der sie beschimpft und so, und sie sich nur umdreht zu ihm und sagt, ich habe nichts verstanden von dem, was Sie sagen, Herr von Mandrika. Er wütet und so. Sie behält die Kontenance, obwohl es ihr wahrscheinlich das Herz herausreißt. Und dann geht sie hin und diese Geschichte mit dem Glas Wasser, das ist ja nun in den Balkanländern der Fall gewesen immer, das Glas Wasser, die Reinheit, die bringt sie ihm und zeigt damit, alles, was gewesen ist, ich habe verziehen. Ich habe nichts zu verzeihen. Es ist einfach schön. Also ich habe Arabella schon zweimal inszeniert und wie schade, dass du nicht meine Arabella sein konntest. Ich hätte viel von dir gelernt. Ja, aber es steht, Brigitte. Ja, es steht alles drin. Nein, natürlich. Man muss sich als Sänger auch Gedanken machen. Man kann nicht alles den Regisseur. Das sage ich ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und deswegen, man muss ja manchmal auch ein bisschen kämpfen. Gegen den Regisseur. Ja, man muss mit Charme muss man hingehen und sagen, der einzige Satz, den ich allen Sängern, jung und alt, immer wieder auf den Weg geben könnte, ist, gehen Sie zu den Dirigenten oder Regisseuren hin und sagen Sie, könnten Sie mir bitte helfen?